Ich habe es ja schon mal erwähnt. Damals als kleiner Stöpsel habe ich es leider nie zu Ende gespielt bekommen. Ach, jetzt kommen wir wieder in den Spinnbereich. Ich glaube, ich spinne. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 1. Ja, beim letzten Mal haben wir ja uns ein wenig in den Katakomben rumgetrieben und da wollen wir jetzt gleich weitermachen. Wir haben beim letzten Mal auch ein bisschen mit Bruder Menlo geredet bezüglich der Char in den Katakomben und der hat uns da an die gute, wie heißt sie doch gleich, Munne verwiesen. Bei der waren wir ja schon, für sie haben wir schon eine Quest erledigt. Und ja, sie kennt die Katakomben, deswegen hallo Munne, sag mal an. Jetzt wollte ich F drücken, stimmt ja. Char in den Katakomben. Burik ist, weiß ich, vergesse mal. Steht es hier ist vielleicht drin? Nee. Okay, schade. Sucht tief im Inneren der Katakomben nach dem, hast nach Oberan, dem Verschmähten. Fragt ihn nach dem Char-Waldläufer. Ja, machen wir. Ja, Rurik ist weise, ja, also, das ist, klar, diese Katakomben, da geht ja normal nicht wirklich jemand hin, deswegen bietet sich das ideal an, um ungesehen durch Askalon zu streifen. Insofern hat sie auf jeden Fall recht, dass Rurik weise ist, da er gleich auf die Idee kam, ja, Katakomben musste rumlatschen, der Gute, eben nicht Gute. Deswegen, ja. Jetzt wollen wir doch mal schauen nach Westen. Ich glaube, da nehme ich auch besser diesen Weg hier. Da müsste ich ganz gut nach Westen kommen. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich hier ganz gut nach Westen komme. Aber schon schick hier. Schon schick. Dann muss ich auch einfach mal die Kamera drehen, dass man das alles so ein bisschen sieht. Doch, doch. Auch hier. Schon schick. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß, ich wiederhole mich da. Bin nur fasziniert. Bin nur fasziniert, sorry Leute. Ich hätte echt nicht gedacht, also ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, aber ist halt schon eine Weile her. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut aussieht. Zwei Knochen gleich. Nee, danke. Oder? Ach, das ist ein Material. Ja gut, die stecken ja dann aber auch. Ja, dann her damit. Sehr schön. Und noch mehr. Juhu. Aber ich muss zugeben, dass ich in Guild Wars 1 nie so wirklich gecraftet habe. Es gibt ja diese gebräuchlichen Handwerksmaterialien. Ich hab die aber, glaube ich, nie wirklich genutzt, die Handwerksmaterialien. Ich habe mir nie irgendwie was hergestellt. Da müsste ich mich dann mal schlau machen, wie man hier irgendwie was herstellt. Vielleicht kriegt man so auch coolen Shit, der einem dann vielleicht auch hilft, die Story zu beenden. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Damals als kleiner Stöpsel habe ich es leider nie zu Ende gespielt bekommen. Ach, jetzt kommen wir wieder in den Spinnbereich. Ich glaube, ich spinne. Gib mir mal dein Beinchen, danke. Hier kommt doch auch nochmal. Diesmal bin ich schneller. So, und jetzt kommt noch mal eine hier. Ja, wusste ich's doch. Ja, sorry. Ich musste es looten. Gold ist nie verkehrt. Sei es direkt oder indirekt. Ich meine, wegwerfen kann man sowas immer noch, wenn man Platz braucht und irgendwas Krasses droppt. Also, ne? Schon wieder ein Farbstofffläschchen. Haben die Droprate von Farbstofffläschchen erhöht?
Weil es sind jetzt erstaunlich viele. Die waren früher richtig selten, die Farbstofffläschchen. Auch im Tutorial. Ich meine, gut, das hier sind jetzt nur die Standardfarben bisher. Aber auch die hat man früher bei weitem nicht so häufig gedroppt. Und das Spiel hat 2019 nochmal einen Patch bekommen. Also wer weiß. Und auch davor, die haben ja richtig gehend mal, das habe ich irgendwo mal gelesen, dass sie ziemlich Probleme hatten, auch wegen, dass da irgendwie was abgebrannt war oder so und dann irgendwie versucht haben, das wieder zum Laufen zu bekommen sogar. Also, irgendwas war da, aber nimmt es nicht für bare Münze, das müsste man jetzt nochmal genauer nachforschen. Aber die haben sich da richtig ins Zeug gelegt, dass das noch jetzt auch gut läuft. Und vielleicht haben sie, also das kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie im Zuge dessen auch die Fläschchen, die Farbstofffläschchen erhöht haben. Einfach weil es nicht mehr so viel spielen und ja, dass man da noch irgendwie die Chance hat, gescheit ranzukommen. Kann ich mir schon vorstellen. Kann ich auch oder geht es dann bei mir verfehlt? Nee, seht ihr? Ich kann so schießen. Während ich in Guild Wars 2 mit dem Waldläufer schon so Probleme gehabt hätte, von wegen versperrt. Also wirklich, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber dieses System, ob's das wollte ich es nicht, kann man die stacken? Dieses System im Fernkampf ist hier deutlich ausgereifter als in Guild Wars 2 noch. Also ist eigentlich auch witzig. Ist eigentlich auch verdammt witzig. Gut, hier schießen sie auch zumindest da messen wir hier ist so einen kleinen Bogen. Aber trotzdem. Ich meine, bei dem, was ich gerade gemacht habe mit der Spinne links, macht Sinn, ja, aber ist bei so einer Geraden hier, dass es dabei Guild Wars 2 schon Probleme gibt, ist traurig. Das ist wirklich traurig. Ich meine, nichts im Weg und trotzdem versperrt. Also das ist halt dann auch echt, nee. Für Job ist das dann eher weniger. Der Verschmähte, ja kein Wunder, dass er verschmäht wird, wenn er seinen Kollegen nicht hilft. So, hier du Verschmähter. Schau an den Katakomben. Seid gegrüßt, ich heiße Oberan. Flüchtlinge sind meine Spezialität. Was kann ich euch erläutern, Neuling? Ihr seid hier auf der Suche nach Char. Oberan zu finden war sehr weise, denn keine lebende oder tote Kreatur kommt ohne mein Wissen hierher. Dieser Char, den ihr sucht, kommt oft in den Untergrund, aber das hier ist nicht sein Lager. Der Geister des Orts... Die Geister des Orts würden seine Anwesenheit nicht dulden. Falls ihr Hinweise für seine Gegenwart braucht, nehmt das hier. Ein Indiz, das er nach einem Zusammenstoß mit einem Bewohner dieses Ortes hinterließ. Und jetzt lasst mich zu meinen Studien zurückkehren und kehrt in die Welt des Lichts zurück. Was bist denn du für ein Freak? Okay. Ascalon, da kann ich das dann also abgeben. Was gibt's hier in der Mitte? Hey! Lass mich, ich will in die Mitte gucken. Nichts, nur Dunkelheit. Schon verrückt, dieser Ort. Ich will jetzt mal gucken, was da hinten ist. Das interessiert mich jetzt. Das scheint ja rundherum zu gehen. Geht's da irgendwo nach rechts oder links dann weg oder... Eher nicht so. Also nach links eher nicht, ja. Nach rechts gibt's einen Weg. Den will ich mir aber mal angucken. Hä? Ach du, ich will dir doch gar nichts. Danke sehr. Das will ich jetzt schon wissen. Doch, doch, das will ich schon wissen, wo das hinführt. Ein bisschen EP gibt's ja auch, also... Kann ja auch nicht schaden.
Oder? Geben die mir überhaupt EP? Ja, geben sie. Okay. Ich habe nämlich gerade meine Maus da gehalten, wo vorher der EP-Stand war und dann geguckt beim Tod, ob das ansteigt. Und ja. Man sieht doch meine Maus, oder? Ja, sieht man. Hervorragend. Ein Kanüppel. Heißt, warte ich erstmal kurz auf die Heilung. Was eigentlich, wenn ich es. Ja, okay. Gut. So. Weg mit dir. So, aber wo führt das hin? Noch mehr Knochen, okay. Flammen. Geysir, okay. Auch nicht schlecht. Okay. Das sieht verrückt aus. Muss man irgendwie anders hinkommen, aber das hier führt dann noch nach oben. Mein Zurückporten ist ja leicht. Wir können jederzeit zurückporten, das wisst ihr ja. Deswegen kann ich mich hier ja ruhig noch ein bisschen umschauen, was es hier noch so gibt. Weil die Katakomben, ich glaube, da bin ich nie mal irgendwie komplett durchgelaufen. Gucke mal zur Grünhügelgrafschaft. Und eine Sammlerin und ganz viele Gargoyles, okay. Kommt direkt von der Grafschaft hier rein. Das ist ja jetzt auch interessant. Ach krass. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Juwelenkelch. Ja, ist sehr verrückt. Da ist ein Aschfurt vorbei und dann kommt man hier auch irgendwie rein. Was will die Sammlerin hier, die Gute? Gibt mir Quaita-Schuhwerk für Gargoyle-Schädel. Dann sind wir hier ja gerade richtig. Aber Schuhwerk habe ich, glaube schon besseres, oder? Mal gucken. Ja. Also Schuhwerk brauche ich eigentlich gar nicht. Ach krass. Ein Skelett da unten. Ja gut, dann das macht meine schon. Das macht meine schon. Kommen wir wahrscheinlich dann theoretisch auch irgendwie zu diesem Nachtmaler, den wir gerade gesehen haben. Großer Schild, okay. Cool. Cool. Wir müssten auch mal gucken wegen neuen Fähigkeiten. Jetzt sieht es irgendwie gerade gar nicht so wirklich nach Kanalisation aus, finde ich, aber na gut. Warum auch nicht? Ganz viele Gargoyles gibt es hier. Aber man erkennt auf jeden Fall den Guild War Style. Da kann mir niemand was anderes erzählen. Und nanu? Was greift denn hier? Ach so, ein Gargoyle. Okay. Jetzt kriege ich meinen ersten Gargoyle-Schädel. Cool. Die greifen nicht an, Feuerkobold. Danke. Den darfst du ruhig angreifen. Den, ja, den greife ich auch an. Und noch ein Schädel. Ich will wissen, was das für ein Bauwerk hier ist. Das sieht krass aus.
Sind wir hier wieder bei irgendeinem skurrilen Tempel gelandet, oder wie? Wie krass! Wie krass das hier einfach alles ist. Weil ich glaube, ich hatte damals auch als kleiner Stöpsel mega Schiss vor der Kanalisation. Aber ja, eigentlich ist es ja easy peasy. So. Robert? Natürlich. Natürlich greift er da direkt an. Was auch sonst? Oha. Sind es Gräber? Nein, wir sind hier ja in der Kanalisation. Wie ist der Kau nicht drüber? Na also. Das war komisch. Ein Trümmergargol? Das ist ja echt fies. Dass die hier direkt von mehreren Seiten angreifen. Ja, aber durchzaubern kann ich. Schon witzig. So, einmal umdrehen bitte. Geht ja zum Glück ganz gut. Rückschlag. Was willst du? Ah, ein Reflekt. Jeder meiner Angriffe wirkt auch etwas auf mich selber. Habe ich gerade gemerkt. Ja, krass. Ja gut, dann geht's hier aber auch nicht weiter. Tschüssi. Ach halt. Moment mal, kann man die größer ziehen? Ja, ich glaube, allzu viel gibt es ja auch gerade gar nicht mehr. Ich schiebe sie mal wieder runter. Und dann gehen wir mal Richtung Dingsgrafschaft drauf. Ja. Die grüne war es, glaube ich, Grüngrafschaft oder so, aber. I'm not sure about that. Ich will einfach mal wissen, wo wir da rauskommen, wenn wir den anderen Ausgang nehmen. Wie gesagt, Porten geht immer. Und ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Den habe ich vorher voll übersehen. Bringt mich das jetzt zu diesem Nachtmar-Ding? Hm? Müsst ja eigentlich. Aber das bringt mich zurück am Anfang. Das kann natürlich auch sein. Na, hier unten lässt sich dann im Zweifelsfall auch gut leveln, sehe ich das richtig? Ja, ich glaube, das bringt mich zurück am Anfang. Ist ja verrückt. Und wo komme ich denn zu diesem Nachtmar, was wir da so von oben so gesehen haben? Das verstehe ich nicht, wenn das nicht hier ist. Wo dann? Schon wieder ein Gargoyle. Wir haben also gerade quasi den Gargoyle Way gefunden. Guck, wie es da tief runtergeht. Ach, das ist dieses Balthasar-Ding. Ah, nee, okay, sorry, Grant. Ja, die haben wir ja schon mal gesehen, die Statue da. Aber vielleicht gibt es ja auch mehrere von denen.
Das ist natürlich auch im Bereich des Möglichen. Das ist natürlich auch im Bereich des Möglichen, ja. Ganz viele Gargoyles und ein Trümmer-Gargoyle. Okay. Jetzt sind sie safe gleich wieder am Anfang gelandet. Ja, da ist die Nekromantin Munde schon wieder. Wir sind jetzt quasi erfolgreich einmal im Kreis gelaufen. Ja, super. Ist doch super. Also jetzt will ich mir trotzdem den anderen Ausgang nochmal anschauen. Ich weiß, wir haben jetzt schon 20 Minuten. Pipapo. Ach, hinter Munne lang. Ich wusste gar nicht, dass es da auch noch einen Gang gibt hinter Munne. Eieiei. Na gut. Na gut. Laufen wir hier nochmal schnell rüber, bevor wir uns nach Ascalon porten. Den nehmen wir da mal mit. Ist nur Geld. Das muss man ja nicht liegen lassen. Jetzt, wo eh klar ist, dass wir uns spätestens nach dem Ausgang höchstwahrscheinlich porten werden, warum nicht mitnehmen? Ich habe versehentlich die Karte geschlossen und bin deswegen falsch gelaufen. Also ich glaube, im Norden haben wir alles von den Katakomben. Tatsächlich. Hier im Süden aber noch nicht. Im Süden nicht. Stimmt, da hinten war dieses komische Loch, ja. Stimmt ja, hier dieses. Konnte man eigentlich irgendwie zeichnen? Ja, wahrscheinlich nicht auf der U-Karte. Wir schauen einfach mal. Sorry. Da bin ich gerade an meinen Popschutz gekommen. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ach, ja, Spinnennetz. Nehmen wir mit. Ich hoffe, das ist jetzt noch richtig ausgerichtet, aber müsste. Und noch ein Spinnennetz. Juhu, Spinnennetze. Wuhu. So. Ja, doch, müsste passen. Noch ein Spinnennetz. Cool. Cool. Und noch ein Spinnennetz. Juhu. Wie kommt man nach da oben? Ist halt auch schon wieder sowas. Orbeeren der Verschmähte, ja, okay. Der darf mir dann aber mal sagen, wo ich Mesmer-Fähigkeiten lernen kann. Wenn er das weiß. Wo kann ich weitere Fähigkeiten erlernen? Mesmer. Ey, der alte. Ja, bei der war ich schon. Danke. Tschüss. Danke für gar nichts. Meine Güte. Den Knüppel, den nehme ich mir noch mit. Den stecke ich mir noch in den Sack und dann sage ich Knüppel aus dem Sack und dann easy. Alles weggehittet. So einfach geht es nämlich. Ne? Ja, hier, den hier meine ich. Wie kommt man an den ran? Wie? Wir kommen ja nicht runter. Wahrscheinlich von da unten, wo es diese Zacke gemacht hat. Aber na gut. Braucht uns jetzt nicht zu interessieren.
Wir haben mit 25 Minuten schon wieder einen recht langen Part. Müssen wir nicht jetzt nicht noch weiter ausreizen. Grünhügelgrafschaft, ne, ist nämlich eine andere, weil wir kamen von der Seeufergrafschaft. Das weiß ich noch ganz genau. Oh, ich habe da Gold übersehen. Ist aber nicht so goldig. Nehmen wir mit. Und einen Stock. Ich bin überladen. Ja, ist okay. Grünhügelgrafschaft. Ist das das, wo Baradins Anwesen war? Hm? Ab ins Licht. Ja, sieht sehr danach aus. Da hinten ist es nämlich auch schon. Krass. Okay. Das ist wirklich sehr interessant. Nun gut, Stadt Ascalon. Geben wir es ab. Geben wir es ab. Aber erstmal Kaufmann. Oh yeah. Schöne Perle, okay. Aber Questgegenstand. Glitzerstaubhaufen. Ach ja. Hast hier nicht alles, was wert ist, ne? Und die stacken, okay, das ist cool. Die Farbstofffläschchen stacken. Lebt wohl. Wie viel habe ich denn jetzt? 701 Gold. Ja, dann habe ich ja sogar bald ein Platin zusammen. Ist ja ein Träumchen. Ah, ich glaube, wir müssen zu Rurik, ne? Wenn ich mir den Punkt so anschaue. Aber ich glaube, das können wir auch beim nächsten Mal machen. Entschuldigt, falls man das gehört haben sollte. Für diesen Part sollte es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Guild Wars 1. Und dann geben wir die Quest hier bei Rurik ab. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.